alles. Ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen auf dem Weg hier halten. Zu diesen Türmen, da muss ich doch mal hin. Was haben wir hier? Okay, eine Eisenmine. Da werden wir später auch noch mit einer Quest hinkommen. Hier laufen wir jetzt einfach mal am Strand lang. Oh, ein toter Alit. Tja, zwei. Ah, super. Okay. Ach komm, wir müssen nicht dran. So. Da ist der andere, da ist der andere. Weg damit. Oh, eine Rune. Runen nehmen wir doch immer gerne. Zack. Ah, was haben wir da denn? Was bist du denn? Eine Wasserhyazinthe. Wahrscheinlich wird mir gleich von Fischen gefressen. Das Thema habe ich auch schon mal durchgehabt. Ne, Angeln habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Machen wir aber auch irgendwann. Schlammkrabbe. Noch eine Wasserhyazinthe. Direkt im Wege. Ein Nixhund. Ah, da. Scheint noch ein zweiter, ja? Wo einer meistens noch zwei. Irgendwas? Eine Rune oder? Das müssen wir erstmal angucken. Dazu muss ich die Kollegen da erstmal ausschalten. So. Erledigt. Leuchtete hier. Ah, da ist doch eine Rune. Was man erst gar nicht gefunden hat an Runen. Na gut, das brauche ich nicht. Okay. Aha. Okay. Oh, super. Einer hier, ey. So. Toll, jetzt sind es zwei. Dann lassen wir die aber mal links liegen. Cool, was war denn da für einen großen Pilz?
Oh, da auch noch zwei von. Sehr schön. Hier. Tafel des. Okay. Noch so ein komisches Teil. Ich muss irgendwann mal gucken, was man damit tatsächlich macht. Wie weit sind wir denn eigentlich noch entfernt? Da ist ein Wegschrein. Den würde ich jetzt auf jeden Fall gerne haben. Müsste jetzt eigentlich auch gleich mal auf meinem Radar auftauchen. Ah, ungefähr. Nee, du bleibst da auch. Da ist der Wegschrein. Lektionen. Okay. Irgendwie das Gefühl, ich sollte vielleicht einen Bogen drum machen. Wenn man das kann, sieht es aus, gibt es da irgendwie einen direkten Weg hin? Nein. Scheint, als wenn ich da irgendwie rüber schwimmen müsste. Das war doof. Das war ganz doof. Hier. Geschützten Bereich. Ja. Wäre schön, wenn wir es auch wüssten. Was gibt es denn hier für geschützte Bereiche? Hallo? Krams da umgehen. Nach Süden. Ist das hier auch ein geschützter Bereich? Oh, eine Himmelsscherbe. Stimmt, die gibt es ja auch. Da ist sie. Ja, also wenn man drei Himmelsscherben kriegt, kriegt man Fertigkeitspunkte. Wir sehen, dass ich diesen Bereich hier irgendwie umgehe. Ohne von irgendwelchen Fischen gefressen zu werden oder sonstiges. Hier hoch? Nee. Verdammt. Da komme ich doch nicht hoch. Oh, ich bin jetzt auch noch verschrien. Ich glaube, ich habe das gleiche Problem.
hier an der Seite irgendwie lang schleichen können. Ohne unnötig Aufmerksamkeit zu erregen. Kurz rüber auf die andere Seite. Gelacht, wenn wir da nicht hinkommen hier. Ja, Schmetterlinge können Schmetterlinge sein. Telvanni? Was? Telvanni, natürlich. Lass mich das Portal heraufbeschwören. Okay. Der komische Turm. Nehmen wir mal. Okay. Die haben wir alle hier, Leute. Wahrscheinlich irgendwie hoch. Ob es hier irgendwo einen Eingang gibt. Einmal hier rumlaufen. Hep. Ah, hier sieht es schon besser aus. Ist das ein Eingang? Ja. Oh, hab ich mich verjagt. Da haben wir ihn entdeckt, den Turm. Das sieht nach Drehmer aus. Hier laufen aber viele rum. Und die machen. Ah, mit dem sprechen. Was für ein Missvergnügen, was für eine Enttäuschung. Nichts klappt, obwohl jede Berechnung präzise war. Und jetzt auch noch eine Unterbrechung. Wie ärgerlich. Wartet, wartet! Manchmal dreht sich das große Zahnrad von einer großen Verdrossenheit unmittelbar weiter zu einer günstigen Gelegenheit. Wisst ihr irgendwas über die göttliche Energie? Göttliche Energie? Ich lasse euch hiermit wissen, dass ich an Fürst Sotasils neuen Analysen der erhabenen Enigmata teilgenommen habe. Aber wir haben Wichtigeres zu tun. Ich bin dabei, die Korrelation zwischen Farbe und Zeit zu bestimmen. Und ich könnte jemanden brauchen, der mir zur Hand geht. Wenn ich euch helfe, werdet ihr meine Fragen beantworten? Ein wechselseitiger Austausch? Interessant. Interessant. Ja, ich erkenne die Vorteile einer derartigen Vereinbarung. Nun gut. Aktiviert einfach die Kristalle in der richtigen Reihenfolge, während ich den Energiefluss moduliere. Dadurch wird die Chance einer Explosion minimiert. Okay, in Ordnung. Ich werde schauen, ob ich die richtige Sequenz finden kann. So, nur noch hier. Die gehen alle da rein. Stelle von Licht, nicht die Reaktion, auf die ich gehofft hatte. Okay. Nein, nein, setz den Mechanismus zurück und dann nochmal. Das hat nichts Gutes. Oh, jetzt sind wir hier. Aktiviert, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Nochmal. Ja, gehen jetzt auch wieder zurück, oder? Achso. Okay. Die richtige Reihenfolge. Mal gucken.
machen wir erstmal nicht. Ich finde jetzt hier auch erstmal keinen Hinweis, liegt da irgendwo drauf rum. Auf die ich gehofft hatte. Nein, setz den Mechanismus zurück und dann nochmal. Das hat nichts Gutes, bitte. Aktiviert, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Nochmal. Ja, okay. So, noch den. Ein guter Anfang. Weiter so. Richtig. So weit, so gut. Ihr seid in der Nurbe. Okay. Was ist das, das, das? Dann der. Sehr nah, einer fehlt noch. Jawohl. Ich liebe es, wenn die andere das sich ausrichten. Ah, also war eigentlich im Großen und Ganzen jetzt einfach. Der hat es rund, also keine Ecke. Und dann das Dreieck. Ein Viereck. Raute ist zwar auch ein Viereck irgendwo. Und dann das Sechseck. Perfekt. Das sind die Vorzüge von einem zusätzlichen Satz Gliedmaßen. Die Energie fließt frei und ohne Störungen, sodass die Stäbe und Kolben sich höchst harmonisch ausrichten können. Hab Dank. Warum wollt ihr denn nun etwas über göttliche Energie wissen? Tja, ich wurde hergeschickt, um euch zu fragen, was ihr über die Übertragung göttlicher Energie wisst. Hergeschickt? Wie interessant. Ich dachte gerade an meinen ehemaligen Meister Sotasil und die Experimente, die wir durchgeführt haben. Er hat verzweifelt versucht, die Macht zu verstehen, die er und seine Gefährten erlangt hatten. Insbesondere ging er der Frage nach, ob diese Macht flüchtig sein würde. Ist Sotasil zu einem Schluss gekommen? Nicht, solange ich sein Assistent gewesen bin. Er hatte ein Werkzeug, mit dem er kleinste Mengen seiner eigenen göttlichen Energie absaugen konnte, um sie zu untersuchen. Sie ließ sich nach Belieben extrahieren und wieder integrieren. Ich bin mir nicht sicher, was aus dem Werkzeug wurde, aber hier sind meine Notizen aus jenen Tagen. Diese Notiz sollte hilfreich sein. Kann ich sonst noch ein paar Fragen stellen? Noch mehr Fragen? Nun, Fürst Sotasil sah Neugier immer als Zeichen intellektueller Überlegenheit. Daher schätze ich, dass ich es genauso halten sollte. Fragt, und ich werde versuchen, die Zahnräder eurer fortlaufenden Ausbildung fester zu ziehen, so gut es eben geht. Ihr habt mit Sotasil gearbeitet? Ich war sein Lehrling, doch das ist viele Jahre her. Ich arbeitete eine gewisse Zeit lang in der Stadt der Uhrwerke. Dort habe ich einiges über Energieübertragungen, Dwemer-Maschinen und mechanische Symmetrie gelernt. So wurde ich zu dem Dunkelelfen, der ich heute bin. Aber ich habe eine Frage. Wer hat euch geschickt? Erzkanoniker Tavus. Der Erzkanoniker? Fürst Vivex, Hohepriester? Plötzlich greifen die Zahnräder ineinander. Mir fallen zahllose Gründe ein, warum Alm und Vi etwas über Si und seine Werkzeuge wissen wollen könnten. Aber manche Türen sollten einfach niemals geöffnet werden. Sotasils Werkzeug, ist das eine Waffe? Eine merkwürdige Frage. Ist ein Hammer eine Waffe? Eine Säge? Ein Federspanner der Dwemer? Nein, es war lediglich ein Werkzeug. Ein Gerät, das Sotasil erschuf, um ihn bei seinen endlosen Experimenten zu unterstützen.
Ich könnte mir vermutlich einige Methoden überlegen, um dieses Gerät etwas umzubauen. Doch zu welchem Zweck? Hm? Wisst ihr, wo das Werkzeug jetzt ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Werkzeuge bekommen oft Beine, wenn man nicht wachsam bleibt. Ich hatte mal einen Guar, der immerzu Werkzeuge verschluckte, wenn ich nicht hinschaute. Er leuchtete dann einen Monat lang, bis die Verzauberung verging und er das Werkzeug wieder ausschied. Ihr hättet die Schreie hören sollen. Erzählt mir mehr über Sotasil. Er ist der Vater der Mysterien und der Architekt der Zeit. Ein Mitglied des Tribunals der drei lebenden Götter der Dunkelelfen. Er erschuf alle möglichen hilfreichen und faszinierenden Maschinen, wie etwa die Stadt der Uhrwerke. Ich habe meinen alten Meister seit vielen Jahren nicht gesehen. Was ist die Stadt der Uhrwerke? Sie ist ein greifbares, wahrgewordenes Wunder. Voller Messingtunnel, Glaskuppeln und riesiger Zahnräder. Die Dwemer mögen ihn zu diesem Werk inspiriert haben, aber die Stadt der Uhrwerke ist dennoch ganz und gar Sotasils Werk. Er erschuf sie, um die Zukunft zu schmieden und die Welt neu zu formen. Ich habe dort vieles gelernt. Na dann, leb wohl. Ja, liebe Freunde, mit diesem faszinierenden Anblick werde ich mich von euch verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt The Elder Scrolls Online Morrowind. Tschüss!